Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auch heute hier auf meinem Kanal zu meinem neuesten Film. Ich freue mich, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, hier hereinzuschauen. Ja, Corona hält uns alle fest im Griff, ob uns das nun gefällt oder nicht, egal wie man drüber denkt, es beeinflusst unser Leben zurzeit sehr, sehr nachhaltig. Ja, und die Urlaubszeit steht von der Tür. Von vielen hört man schon, ach du lieber Himmel, was soll jetzt werden? Wir wollten in den sonnigen Süden, nach Ägypten, nach Mallorca, nach Italien. Was soll jetzt werden? Was sollen wir nur tun? Ja, Freunde, uns geht's auch so. Wir wollten den nächsten Abschnitt auf der Via Francigena in Richtung Rom zurücklegen, auch gestrichen. Ja, nun meine Frage an euch. Wer von euch hatte denn schon Pläne gemacht? Wer hat jetzt seine Pläne schon überarbeitet, hat neue Ideen, neue Gedanken? Wie schon gesagt, viele sind ratlos. Für alle diejenigen, die gar nichts mehr wissen, was sie in ihrer Urlaubszeit machen sollen, möchte ich euch heute einige kleine alternative Vorschläge machen. Und ich hoffe, ihr findet Gefallen dran. Wie ihr drüber denkt, könnt ihr gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben. Mich würde es sehr interessieren. Zum Zeitpunkt, als dieses Video entstanden ist, war ja zum Glück noch keine Ausgangssperre angeordnet und ich hoffe, die Zeit überholt mich und mein Video nicht. Sollte jedoch auch das Allerschlimmste eintreten, was keiner hofft, schaut einmal auf die Seite vom Wolkenfänger. Der Link ist unten in der Beschreibung zum Video. Er ist Trainer in einem Fitnessstudio und auch zum Zuhausesein verdammt. Er bietet in bisher 2 Filmen tolle und einfache Übungen an, die jeder zu Hause nachmachen kann. Bewegung kann nur gut für die Gesundheit und das Immunsystem sein. Jo, Tag auch. Wieder 5 Minuten Training heute. 5 Minuten Training für zu Hause. Die Fitnessstudios sind zu. Ihr wollt trotzdem trainieren. Also einfach mal eine Anleitung für 5 Minuten dynamisches Training. Mache ich gleich hier mit den beiden Stühlen unter anderem. Aber natürlich hoffen wir alle, dass es nicht zum Äußersten kommt und wir wenigstens weiter in die Natur hinaus können und dürfen. Deshalb möchte ich euch auf das eine oder andere Kleinod vor unserer Haustüre hinweisen. Quasi als Alternative zum sonnigen Süden. Gezielt natürlich in der Nähe meiner Heimat, also in Sachsen und Thüringen. Ich stamme ja aus Chemnitz. Allein dort finden sich genug Wälder zum Laufen. Zum Beispiel der Rabensteiner Wald mit seiner gleichnamigen Burg, übrigens der kleinsten sächsischen Burg. Direkt hinter Chemnitz erhebt sich inmitten von Wäldern die Augustusburg. In der Nähe waren wir ja bereits gemeinsam auf dem Kunnerstein den Sonnenuntergang bewundern. Selbstverständlich finden wir auch dort unzählige schöne Wanderwege bis hinunter ins Tal der Tschobau. Apropos Flusstal. Der eine oder andere wird ja bereits meinen Film über das Flöhr- und Lößnitztal gesehen haben. Dort finden sich noch weitere viele und schöne Wanderwege. Besonders im Flöhrtal kann man im Prinzip von Hohenfichte bis Pockau und darüber hinaus laufen. Die Flöhrtalbahn fährt zum Glück auch noch und so gibt es die Möglichkeit, an den jeweiligen Ausgangsort zurückzukehren. Probiert es doch einfach einmal aus. Leider sind dort zwar einige Wege von den vielen Unwetterschäden der letzten Jahre gezeichnet, dennoch gibt es schon wieder genügend, die begehbar sind und obendrein landschaftlich sehr schön sind. Sind wir einmal so weit oben im mittleren Erzgebirge angekommen, schaut euch bitte um. Das mittlere Erzgebirge hält einige wunderschöne Talsperren bereit, landschaftlich sehr schön gelegen. Zum Beispiel die beiden 19-Hainer oder die Seitenbachtalsperre. Beide in der Nähe von Reifland bzw. Pockau-Lengefeld gelegen. Im oberen Flusslauf der Flöhr und an der tschechischen Grenze dazu die Rauschenbachtalsperre. Freunde des Wassers und des Wanderns kommen auch rund um die Greifensteine und ihren Stauweiher auf ihre Kosten. Es gibt das Pumpspeicherwerk Magersbach.
Von dort führen ebenfalls sehr schöne Wanderungen ins nahe und weite Umfeld bis hin nach Oberwiesenthal. Ja, und sind wir einmal in Oberwiesenthal, dann lacht das Wanderherz. Denn in diesem Kurort dreht sich nicht alles um den Wintersport. Nein, es gibt auch jede Menge Wälder mit vielen tollen Wandermöglichkeiten. Ebenso in Tschechiens Nähe liegen Kühnheide und Rübenau. Wir waren ja hier ebenfalls in zwei Filmen unterwegs. Auch gibt es dort noch viel, viel mehr Möglichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft. Ob von Olbernhau-Grüntal nach Rübenau durchs Tal der Natschung, im Rungstocktal oder hoch zum Hirtstein mit seinem markanten Fächerfelsen. Probiert es einfach einmal aus. Euer Urlaub wird überhaupt nicht ausreichen, wolltet ihr das alles testen. Wer allerdings die Nähe zur tschechischen Grenze scheut, man weiß ja nicht, wie sich die ganze Sache mit dem Virus weiterentwickelt, dem kann auch geholfen werden. Ein sehr schönes Flusstal findet ihr an der Zwickauer Mulde. Dort warten unzählige Kilometer Wanderweg auf euch. Wer möchte, der kann auch ganz ungestraft und mit trockenen Füßen zum Beispiel nach Amerika laufen. Ihr glaubt mir nicht? Fahrt mal hin und schaut's euch an. Wer jedoch Sachsen etwas östlicher besuchen will, auch kein Problem. Ihr findet hier die Elbe, den größten der sächsischen Flüsse. Und dort gibt es so viel Sehenswertes. Die Weinberge bei Dresden oder rund um Moritzburg führen ebenfalls viele schöne Wanderungen. Und das Wanderparadies, die sächsische Schweiz, braucht man eigentlich gar nicht erwähnen. Darüber lassen sich ganze abendfüllende Filme machen. Ein kleines und ähnlich schönes Gebirge wartet ganz im Südosten Sachsens auf euch, das Zittauer Gebirge. Es ist zwar ein sehr kleines Gebirge, aber ihr werdet dort unzählige, stille und schöne Wanderwege finden und seid dort garantiert besser aufgehoben als im Supermarkt zwischen all den Nudel- und Klopapierjägern. Wenden wir uns nun wieder ein wenig westlicher. So finden wir zum Beispiel zwischen Schneeberg und Kirschberg im westlichen Erzgebirge ein sehr großes zusammenhängendes Waldstück, den Hartmannsdorfer Forst. Auch hier könnt ihr ganze Tage allein im schönsten Wald verbringen. Selbst am Rand des westlichen Erzgebirges und der nahegelegenen größeren Stadt Zwickau findet man, so man es möchte, genug Perlen der Natur, wo man nach Lust und Laune wandern kann. Dem westlichen Erzgebirge schließt sich das Vogtland an. Auch darüber lassen sich Filme ohne Ende produzieren. Unbedingt ans Herz legen möchte ich euch jedoch, nicht weit entfernt von Zwickau, die Perle des Vogtlands. Das ist Greiz, die alte russische Residenzstadt. Da ich aber derzeit nicht weiß, ob und wann man wieder in Städten und Schlössern Lust wandeln darf, möchte ich kurz auf die landschaftlichen Reize von Greiz und Umgebung hinweisen. Wir finden hier nämlich das Tal der Weißen Elster und rundherum gibt es auch hier ungeahnte Wandermöglichkeiten weit nach Thüringen hinein. Zum Beispiel den Elsterperlenweg. Wer mehr darüber wissen möchte, kann zum Beispiel bei Rocco von Naturinstinkte vorbeischauen. Und er hat diese schöne mehrtägige Runde ausprobiert und hat darüber vieles zu erzählen. Den 10-Mark-Weg. Einer der schönsten Wege hier von Berger nach Münchendorf. Jetzt geht es erstmal ein ganzes Stück bergauf. Schmaler Pfad. Ja, und schon sind wir mitten in Thüringen gelandet. Dem grünen Herz Deutschlands. Am Hohen Warte Stausee waren wir ebenfalls schon über mehrere Tage wandern und ich kann es euch nur noch ein weiteres Mal empfehlen. Die Saale hat darüber hinaus noch tausend andere schöne Ecken zum Laufen oder zum Radfahren. Alles geht hier überhaupt nicht aufzuzählen. Wie schon gesagt, es soll ein kleiner Hinweis sein, wo ihr suchen könnt und fündig werden könnt. Zum Beispiel rund um Jena. Dort findet ihr die Saale Horizontale, eine Wanderung über 4 Tage, die natürlich auch in einzelne Abschnitte unterteilt werden kann. Ihr werdet begeistert sein. Auf dieser Saale Horizontale berührt ihr beispielsweise Dornburg. Die Dornburger Schlösser sollte man unbedingt mal gesehen haben, wer sie noch nicht kennt.
Wenige Kilometer unterhalb von Dornburg findet ihr Bad Kösen oder Bad Sulza. Verzeiht mir bitte, ich kann nicht alles aufzählen, was ihr dort entdecken könnt. Allerdings sind wir einmal an der Saale, so finden wir ein zweites und auf seine Art nicht minder reizvolles Tal. Das Tal der Schwarza. Über 6 empfohlene Etappen kann man den Schwarzer Panoramaweg laufen, um an seinem Ende die nächste Wanderanschlussmöglichkeit zu finden, den Rennsteig. Was wäre Thüringen ohne ihn, seinen Rennsteig? Muss ich darüber viele Worte verlieren? Muss ich bestimmt nicht. Ihr kennt ihn ganz bestimmt alle. Und ganz gleich, ob man in Blankenstein startet oder in Hörschel. Es ist und bleibt ein Genuss, über Tage diesen wundervollen Höhenweg zu gehen. Selbst für Tagesausflüge oder wie erwähnt als Anschluss an den Schwarzer Panoramaweg bietet sich der Rennsteig an. Falls ihr ihn wirklich noch nicht kennt, jetzt ist die Zeit, probiert ihn unbedingt einmal aus. Quasi zu Füßen des Rennsteigs finden sich die sogenannten drei Gleichen. Ich denke, jeder, der mit dem Auto auf der A4 zwischen Ost und West gefahren ist, werden diese drei sehr markanten, eng zusammenstehenden Burgen in der Nähe von Erfurt aufgefallen sein. Alle drei werden auch durch einen sehr schönen Wanderweg verbunden. Wem das dann doch zu weit ist, drei Burgen an einem Tag, kein Problem, man kann, muss aber nicht über alle diese drei Burgen gleichzeitig laufen. Fahren wir noch einige Kilometer weiter. Bei Bad Frankenhausen finden wir den Kyffhäuser, das kleinste deutsche Gebirge. Logisch, neben der gleichnamigen Burg gibt es auch hier ganz viel Wald mit herrlichen Wegen. Klein, aber fein ist hier die Devise. Sind wir einmal so weit, dann kann man dem Harz ebenfalls noch einen Besuch abstatten. Der Harz bot für uns zu DDR-Zeiten so viele Möglichkeiten, dass wir dort 2 Wochen Urlaub ganz locker und entspannt tief im Wald beim Wandern verbringen konnten. Seit die Grenze nicht mehr existiert, gibt es natürlich noch ungleich mehr schöne Möglichkeiten. Ich verspreche euch, ihr kommt auf eure Kosten und ihr werdet vor lauter Bäumen den sprichwörtlichen Wald nicht mehr sehen. Erschlägt euch das jetzt alles hier, weil ihr euch nicht entscheiden könnt, welche Ecke sich für euch am besten im Harz eignet, oder wollt ihr es ein bisschen konkreter? So möchte ich euch einen weiteren sehr schönen Kanal empfehlen. Natur im Harz. Der Name sagt es bereits. Heikar und Walder sind quasi Harzer Urgesteine und bei beiden findet ihr viele gute Tipps. Schaut doch einfach mal bei ihnen vorbei. Wie auch bei den anderen Empfehlungen findet ihr auch hier den Link unten in der Beschreibung des Videos. Ja, liebe Freunde, wer jetzt denkt, wir sind jetzt am Ende der Irtzig, denn jetzt habe ich ein Attentat vor, nämlich auf 4 Kanäle, 3 kleinere und einen richtig großen. Was ist mit diesem Attentat? Ganz einfach, wer regelmäßig YouTube schaut, der wird wissen, Challenge ist hier ein ziemliches Schlagwort, was nichts anderes bedeutet, man fordert andere Kanäle heraus. Das möchte ich heute auch mal tun. Nämlich, ich möchte diese 4 Kanäle herausfordern. Macht doch mal ein ähnliches Video und zeigt mal den Leuten, die in ihrer Heimat nicht ganz so bewandert sind,
Was ist denn eigentlich draußen bei euch vor der Haustür los? Um eine Alternative für den Urlaub zu schaffen. Ja, und da habe ich mir jetzt, wie schon gesagt, drei kleine, einen großen Kanal herausgesucht. Ich beginne mal mit einem kleinen. Kanal Nummer 1 heißt Draußen sein. Der Kanalname ist ja schon beredet genug. Und wer soll Wege in der Natur vor der eigenen Haustür beschreiben, wenn nicht draußen sein? Kommen wir zur Nummer 2. Das sind zwei nette, sympathische Herren aus Berlin und die nennen sich die Wanderbrüder, sind viel in der Welt unterwegs und auch an euch die Herausforderung, zeigt doch mal das eine oder andere Kleinod vor eurer Haustür. Ich weiß, ihr habt es schon gemacht, aber macht doch einfach mal einen kurzen Schnitt und fasst mal ein paar Dinge zusammen. Kommen wir zum Kanal Nummer 3. Das ist World Ahoy. Ja, die beiden, der Name sagt es ja auch, die sind viele in der ganzen Welt unterwegs und ich wäre gespannt, wie sieht es denn bei euch vor der eigenen Haustür aus? Schließlich und letztendlich die Nummer 4. Das ist Marlenes Leben. Der eine oder andere wird sie kennen, das ist ein ziemlich großer Kanal und Marlene ist auch kreuz und quer auf der Welt unterwegs, macht richtig tolle, anspruchsvolle Videos. Und jetzt Marlene, an dich die Aufforderung. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Ja, und bei einer richtigen Challenge soll es auch was zu gewinnen geben. Ich habe lange überlegt. Das ist ganz einfach. Wisst ihr, was euer Preis ist? Ihr bekommt die Genugtuung, euren in Heimatkunde zu Hause nicht zu bewanderten Mitbürgern mal zu zeigen, was es hier alles an schönen Ecken und Sachen zu finden gibt. Na, ist das was oder nicht? Ja, und ich fände es ganz toll, wenn ihr vier, ich hoffe, ihr macht alle mit, natürlich die Idee aufgreift und auch wieder 3-4 Kanäle nominiert. Ich fände es wirklich gut, wenn ihr nicht nur die großen wählt, sondern auch kleine. Denn es gibt wirklich ganz viele kleine Kanäle, die bieten ganz tolle Sachen an. Gebt ihnen die Chance, sie sollen sich mal hier präsentieren und wie schon gesagt unseren Mitmenschen mal das eine oder andere Kleinod zeigen zu können. Jetzt habe ich versucht, euch einige kleine Tipps zu geben. Ich hoffe, ihr habt überhaupt so viel Urlaub, um das alles abzulaufen. Und es gibt noch so vieles mehr zu entdecken. Schaut euch einfach mal um. Ihr werdet ganz leicht fündig, da bin ich mir sicher. Dieser Film soll lediglich als eine ganz kleine Anregung dienen, euch die Lust an der Natur vor der eigenen Haustür zu wecken, wenn es in diesem Jahr schon nicht Italien, Ägypten und Co. sein darf. Und da ist er nur auf einen sehr kleinen Teil unserer Heimat beschränkt. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch diese verrückte und unerklärliche Zeit kommt. Und vor allem bleibt alle schön gesund und macht das Beste aus der Situation. Wenn euch der Film gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt doch in die Kommentare, welche neue Ziele ihr hier entdecken konntet. Ich bin gespannt. Bis bald. Ciao.